Und dann gegebenenfalls auch die Bit-Position, wenn ich, wie gesagt, bitweise zum Beispiel ein Digitaleingang oder sowas adressiert ist in einem Register, dann muss natürlich auch entsprechend die Bit-Position mit übergeben werden, an der ich die entsprechenden Informationen in meinem Register finde. Ja, dann weiter ganz wichtig auch, wie gesagt, gerade bei numerischen Datentypen, wenn ich irgendwelche analogen Werte habe, ist es wichtig, dass ich eine Skalierung eventuell mitbekomme. Weil ganz oft haben sie es so, gerade bei analogen Eingängen, dann werden bei Temperatureingängen, die halt eben direkt auf Modbus gemappt werden von Automationsstationen, da haben sie halt eben unskalierte Werte. Das heißt, sie bekommen zum Beispiel für eine Temperatur einfach nur ja, Wert 250 und den müssen sie halt eben entsprechend erst nochmal skalieren auf der Management- und Bedieneinrichtung, damit sie halt eben hier dann die 25 Grad Celsius rausbekommen. Ja, und diese Skalierung ist natürlich auf jeden Fall mitzubekommen. Ja, bei Temperaturen ist es manchmal recht einfach. Bei Raumtemperaturen, da kann man sich das noch theoretisch einfach herleiten. Aber es könnte ja durchaus in der Anlagentechnik auch Werte geben, wo ich mir das selber nicht mehr erschließen kann. Ja, also das sollte auf jeden Fall eindeutig gepflegt werden für alle numerischen Datentypen. Ab hier, dass wenn ich hier eine Skalierung brauche, also wenn sie nicht eins ist, dass dann der entsprechende Faktor mit übergeben wird. Und natürlich dann die passende Einheit dazu. Ja, auch dass man hier weiß, wovon spricht man. Habe ich wieder Liter pro Stunde oder Kubikmeter pro Stunde oder was auch immer. Das ist natürlich, macht natürlich durchaus Unterschied. Müsste auf jeden Fall auch mitgegeben werden. Auch ganz wichtig, immer wieder eine Alarmlogik. Also wenn ich bei binären Alarmdatenpunkten, ist einfach wichtig, wann ist mein Datenpunkt in Alarm, wenn der Datenpunkt true oder wenn er false ist, also wenn er ja, entsprechende positive oder negative Logik einnimmt. Das sollte auf jeden Fall auch, muss auf jeden Fall auch mit übergeben werden. Das sollte natürlich am besten gerätspezifisch einheitlich sein. Es sollte sogar am besten projektspezifisch für alle Geräte einheitlich sein. Ja, auch das wäre natürlich wichtig, wenn das als Vorgabe von der Planungsseite schon getroffen wird, ja, wie hier diese Alarmlogik stattzufinden hat, wenn man es denn entsprechend im Gerät auch ändern kann. Ja. Ja, noch ein ganz kleiner Hinweis. Also bei uns, bei Modbus to Beacon, ist es auf jeden Fall so, in unserer nativen Modbus-Schnittstelle, da haben wir die Möglichkeit, dass wir bei Automationsstationen, ja, die mit Codesys programmiert worden sind, habe ich die Möglichkeit, eine sogenannte Exportdatei zu importieren. Ja, und wo mir dann alle Modbus-Geräte angelegt werden. Ja, warum ist das wichtig? Vielleicht für alle von Ihnen, gerade auch vielleicht von der planerischen Seite, die kommen, die vielleicht auch nicht so einen tiefen Einblick bisher in die Praxis haben. Wie sieht das da aus? Wie funktioniert so eine Modbus-Kommunikation? Wie muss ich das anlegen? Was ist dafür nötig, damit ich da kommunizieren kann? Wie hat alle diese Punkte vor, die davor stehen, diese ganzen Modbus-spezifischen Parameter, die ich pro Datenpunkt wirklich brauche, muss ich im Grunde genommen für ein Gerät, was ich nicht kenne auf Modbus-Seite, was ich vielleicht noch nie bei uns angelegt habe, die muss ich wirklich pro Datenpunkt auch händisch erstmal einpflegen. Ja, sie sind also wirklich pro Datenpunkt anzulegen, einzupflegen in der Schnittstelle. Und das macht natürlich schon ein großes Stück Arbeit einfach, kann man sich vorstellen. Ja, man kann das bei uns ganz schön machen in einer entsprechenden Excel-Konfigurationsdatei, wo ich eigentlich dann relativ gut arbeiten kann, das alles gut eintragen kann und dann gerade für gleiche Werte dann natürlich sehr schnell das übernehmen kann. Aber wie gesagt, das ist eben gerade bei Modbus-Geräten, die eben noch nie bekannt waren, ist das eben zu tun. Das ist natürlich für gleiche Geräte, für gleichartige Geräte, für identische Geräte mit dem gleichen Modbus-Adress, mit den gleichen Modbus-Datenpunkten, da kann ich das natürlich probieren. Wenn ich das einmal angelegt habe, kann man das bei uns in der Modbus-Schnittstelle sehr einfach sich eine Vorlage daraus erstellen, diese immer wieder einfach kopieren und immer wieder einfügen für ein neues Gerät. Das heißt also, wenn ich Raumbediengeräte habe, zum Beispiel im Raumbediengerät habe, die Modbus-fähig sind und wenn ich da einmal eins angelegt habe mit seinen Datenpunkten, dann kann ich danach natürlich einfach immer wieder dieses duplizieren bei uns in der Schnittstelle. Das ist kein Problem. Aber erstmal ist das zu tun und das ist natürlich, ja, man kann sich vorstellen, dann einfach auf der Modbus-Seite natürlich erstmal schon viel Aufwand oder mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, diese ganzen Dinge, die ich in die ganzen Modbus-spezifischen Parameter pro fürs Gerät, aber dann auch für die Datenpunkte,
damit das reibungslos funktioniert, dass es da nachher dass es da nicht nachher irgendwie zu langen Integrationszeiten kommt und zu Problemen führt, ist es eigentlich ganz wichtig, dass hier muss unheimlich gut dokumentiert werden. Ja, und das ist also vor allem wichtig für die, wenn für die Anlagenrichter, die Modbus, die Geräte mit Modbus-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich heute in der Praxis ganz oft so leider, dass hier einfach nur diese Anlagenrichter, ja, dass sie einfach ihre Geräte abstellen auf der Baustelle, in Betrieb nehmen und dann eigentlich sagen, ja, mein Gerät steht hier, Modbus-Schnittstelle ist ja vorhanden, ist da und danach sind die mit ihrer Arbeit fertig. Und für den Integrator, der dann kommt, der dann dieses Gerät integrieren soll, für den ist es aber eigentlich noch lange nicht fertig, weil er eigentlich gar nicht, er kriegt dann vielleicht eine Standarddokumentation von dieser Modbus-Schnittstelle. Die ist dann ganz oft noch für verschiedene Gerätetypen immer gleich. Ja, Sie wissen, da steht dann eine Riesenpalette an Modbus-Datenpunkten drin, die vielleicht für das entsprechende Gerätetyp aber gar nicht relevant mehr sind oder eine Teilmenge von relevant sind. Und da fängt ein großes Suchen und Finden an und dann wird immer viel telefoniert mit dem Anlagenrichter. Und das sind also oft so Dinge, die ich in der Praxis selber schon erlebt habe, was dann immer sehr viel Zeit kostet. Wie gesagt, oft sind aber auch gerade von Geräten von Herstellerseite aus sind auch manchmal die Modbus-Adressen überhaupt nicht gut geführt, sind nicht gut gepflegt. Viele Angaben fehlen auch manchmal an der Stelle und das ist dann immer schwierig. Deswegen ist eigentlich muss ich eigentlich sagen, von unserer Seite aus gibt es eigentlich ein paar Sachen, die wichtig wären, die auch von der planerischen Seite her zu tun sind, die man auch leider aufzieht, die auch fehlen. Ja, also ein Punkt ist ganz klar zunächst mal, dass es natürlich, das sollte es immer geben in Projekten mit Netzwerkteilnehmern, sollte natürlich immer eine Netzwerkteilnehmerliste geben, eine IP-Adressliste geben für das Projekt. Und jetzt wäre es natürlich einfach, das wäre einfach richtig und einfach für Modbus-Projekte, dass es hier dann diese Liste, diese IP-Adressliste bei Modbus-Geräten um die entsprechenden Kommunikationsparametern, wie ich es eben bei der Folie für die Kommunikationsparameter für Geräte aufgezählt habe, erweitert wird. Dass da also pro Gerät, dass ich eine Liste habe, wo alle Modbus-IP-fähigen Geräte aufgelistet sind mit ihren IP-Adressen und den entsprechenden Modbus-spezifischen Kommunikationsparametern, die da drin aufgeführt sind. Ja. Und die dann entsprechend auch von dem Errichter einer Anlage, die eine Modbus-Schnittstelle zur Verfügung stellt, entsprechend dann auch gepflegt werden müssen. Ja. Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, was man eigentlich nie sieht, in irgendwelchen Ausschreibungen noch nie gefordert wird, dass da einfach schon mal die Pflicht besteht vom Anlagenrichter, dass da solch eine Liste gepflegt wird und die entsprechenden Kommunikationsparameter in einer einheitlichen Liste alle zur Verfügung gestellt werden. Ja, und dann natürlich darüber hinaus sollte halt eben von dem Anlagenrichter des Weiteren eine vollständige Dokumentation der Modbus-Kommunikationsparameter zur Verfügung gestellt werden. Ja, und die dann noch nach den relevanten Datenpunkten zu bereinigen ist. Ja, das wäre eigentlich ganz wichtig, ne, weil das ist ganz oft, wie ich das eben sagte, dieser Punkt, das hat man wie gesagt öfters, dass man Geräte findet, dass von Herstellern eine Modbus-Adressliste erstellt wird und dann gibt es verschiedene Gerätevarianten, die dann jeweils aber nur Teilmengen dieser Datenpunktliste nutzen und ja, und es wird gar nicht ersichtlich, was denn jetzt für welches Gerät zutrifft. Ja, oder je nachdem, wie ein Gerät konfiguriert wird, auch eingerichtet wird, ja, das finde ich bei Kältemaschinen, aber auch bei Lüftungsgeräten habe ich das durchaus schon selber in der Praxis erlebt, ne, dann je nachdem, wie es konfiguriert ist, dass das Gerät eben, gibt es einfach manche Teile, sind einfach manche Adressbereiche einfach nicht aktiv, ja, und das ist natürlich, da fangen Sie auf der MBE erstmal an, Sie müssen legen erstmal alles an und müssen erstmal alles und schauen sich alles an, um dann festzustellen, okay, dass vielleicht 50% dafür überhaupt keine relevanten Datenpunkte sind. Deswegen hier natürlich wichtig, dass hier abgefordert wird von so einem Anlagenrichter, pass auf, du hast eine Dokumentation zu liefern, am besten eine Excel-Tabelle, ja, wo du einfach alle Modbus-Datenpunkte, die jetzt wirklich für das Gerät relevant sind, die für die MBE relevant sind, aufführst mit allen den ganzen Modbus-Parametern, die relevant sind. Also, wie ich es eben gesagt hatte in der Folie vorher, wo halt eben entsprechend die Modbus-Adresse in Dezimalschreibweise aufgeführt ist, dann wie gesagt die
der Datenpunktname, am besten wird, wenn es projektspezifischen BAS gibt, der zu pflegen ist, dann ist der da einzupflegen auch schon, eine Klartextbezeichnung und die übrigen Modbus-spezifischen Parameter, die ich brauche, um mit diesem Datenpunkt zu kommunizieren. Ja. Das wäre ganz wichtig, wenn das von Anfang an gefordert wäre, dann dann gäbe es hier erheblich weniger Abstimmungsprobleme, erheblich weniger Probleme auch und Ärger, sage ich mal, bei der Integration von Modbus-Geräten auf der Baustelle auch einfach. Ja. Also das würde es erheblich reduzieren, ne? Ganz wenn das von Anfang an abgefordert würde. Und als weiteres, ne, das hat man auch oft, sollte die Schnittstelle eigentlich zur Übergabe von Modbus-Geräten, sollte dann eigentlich eine funktionstüchtige geprüfte Modbus-IP-Schnittstelle sein, ja, also entweder das entsprechende, der Controller, der Regler, die Automationsstation mit der IP-Schnittstelle oder halt eben ein Gateway, was halt eben von dem Anlagenrichter eingerichtet wird, und zwar funktionstüchtig und auch geprüft, ja, und das sollte eben eigentlich richtigerweise müsste das dann auch entsprechend dokumentieren, dass er dieses Gerät dokumentiert hat, geprüft hat und in Betrieb gesetzt hat. Das ist vor allem ganz wichtig bei Modbus RTU-Netzwerken, denn ja, jeder, der schon mal da mit zu tun hatte, weiß, bei Modbus RTU-Netzwerken sind da so ein paar Dinge zu berücksichtigen. Ja, es geht einmal um Leitungslängen, es geht da um die Terminierung von Modbus, also das heißt Abschluss und Widerstände, die gegebenenfalls zu setzen sind. Wenn das alles nicht passt, unterlagert, dann haben wir ganz schnell Probleme, kann man eben das mit dem Modbus-Netzwerk, RTU-Netzwerk nicht kommunizieren. Und ja, da ist es halt nur richtig, dass derjenige auch, der dieses Modbus RTU-Netzwerk installiert hat, eingerichtet hat, die Geräte installiert hat, dass der auch dafür das natürlich auch zu prüfen hat, dass das alles richtig ist, funktioniert. Ne? Und das ist leider, muss man sagen, auch in der Praxis ganz oft wird das nicht abgefordert, ist das unklar, wer hier hat hier was zu leisten. Und ganz oft sagt man, ja, das muss doch hier der Integrator machen, der jetzt auch die MBE liefert und der auf die Netzwerke zuzugreifen hat. Und wird ihm das zugeschoben, bei ihm landet es oft, ja. Eigentlich wäre es richtig, wenn der unterlagerte Anlagenerrichter das entsprechend fertig geprüft zur Verfügung zu stellen hat. Genau. Das Ganze ist vor allem natürlich relevant, wenn wir hier getrennte Auftragnehmer haben auf der einen Seite vielleicht Automations- und Management-Ebene und das andere ist halt eben Auftragnehmer der Anlagentechnik, der jetzt da eben etwas zur Verfügung stellt zusätzlich, ja. Oder wie gesagt, ich habe Bestandsprojekte und da wird jetzt irgendwas erweitert und da kommt ein neuer Anlagenrichter, der wie gesagt nur unterlagerten Modbus-Geräte liefert oder Modbus-RTU-Netzwerke. Wenn ich natürlich einen Auftragnehmer habe, der mir die komplette Anlagentechnik mit der Gebäudeautomation liefert, dann muss er sowieso schauen, dass das alles nachher passt und dass er natürlich ein komplett funktionstüchtiges System zur Verfügung stellt. Das heißt, da kann ich das theoretisch natürlich mehr oder weniger diese Angaben, diese Forderungen nach diesen Angaben etwas sind dann natürlich, könnten vernachlässigt werden. Aber grundsätzlich natürlich zu Dokumentationszwecken finde ich es trotzdem natürlich auf jeden Fall sinnvoll, das auch grundsätzlich abzufordern, auch wenn ich einen Auftragnehmer habe. Ja. Erstmal für das Gesamtsystem. Ja, genau, das hatte ich eben schon gesagt. Wie hat Modbus Startpunktliste ihr Gerät? Ist einfach ganz wichtig mit den entsprechenden Parametern. So. Das soweit zu Modbus zunächst einmal. Das war natürlich schon ein bisschen Input an der Stelle. Und schauen wir uns weiter die Backnet-Seite an. Auch hier wieder gibt es die Unterscheidung Backnet-IP und Backnet-MSTP. Habe ich das nochmal kurz unterschieden. Und mit Blick auf die Uhr muss ich gerade sagen, ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller vorangehen. Ja, zunächst mal bei Backnet, Kombination mit Backnet-IP-Geräten, ja, ist es eigentlich ganz im Backnet-Fall eigentlich die IP-Adresse, ja, nicht gänzlich uninteressant, aber eigentlich brauche ich sie, die IP-Adresse von einem Gerät, wenn ich Zugriff auf ein Backnet-Netzwerk habe, im ersten Step nicht.